Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dorothee Nolte. Ich bin Redakteurin beim Tagesspiegel und lade Sie ein, mich auf eine literarische Lesereise zu begleiten. Wir begeben uns auf eine Zeitreise ins späte 18. Jahrhundert und folgen den Spuren des jungen Alexander von Humboldt. Zuerst in die denkmalgeschützte Altstadt von Freiberg in Sachsen, wo der junge Naturforscher Bergbau studierte. Rastlos war er, ein Getriebener, aber seine Jugendbriefe zeigen es auch oft melancholisch. In Franken reformierte der junge Adlige das Bergbauwesen. In Bad Steben und Goldkronach erinnert vieles an ihn, unter anderem das Alexander von Humboldt Kulturforum im Schloss Goldkronach, aber auch anderes. Auf der Heidecksburg in Rudolstadt in Thüringen erleben wir prächtige Festsäle und ein Naturalienkabinett wie zu Humboldts Zeiten. Hier, aber auch in Weimar, Erfurt und Jena, traf der junge Humboldt die Großen seiner Zeit, diskutierte mit Goethe und Schiller und bereitete sich auf seine abenteuerliche Forschungsreise nach Amerika vor. Mehr dazu erfahren Sie in meiner kleinen Biografie, im Hörbuch und in der Podcast-Folge Alexander von Humboldt paddelt durch den Dschungel. Wir paddeln nicht, sondern fahren nach 4 Tagen mit dem Bus wieder zurück nach Berlin und ins 21. Jahrhundert. Ja, vielleicht sieht man sich. Ich würde mich freuen. Mehr zu der Reise finden Sie unter reisen.tagesspiegel.de und mehr Reisen, Führungen, Lesungen finden Sie auf meiner Homepage www.sprachlust.de. Bis dahin.